Im Netzwerk Zukunftsraum Land befassen wir uns mit 4 hochaktuellen Handlungsfeldern. Diese stellen wir nun vor. Handlungsfeld 1 – Lebensmittelversorgung sichern. Die Vielzahl der Krisen hat uns deutlich vor Augen geführt, dass es nur durch eine regionale Produktion von Lebensmitteln möglich ist, die Versorgungssicherheit für unsere Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Die landwirtschaftlichen Betriebe in Österreich stellen uns tagtäglich diese Lebensmittel zur Verfügung. Im Rahmen von Netzwerk Zukunftsraum Land beschäftigen wir uns mit brandaktuellen Fragestellungen rund um die Lebensmittelproduktion entlang der gesamten Wertschöpfungskette und stärken so eine nachhaltige, resiliente und erfolgreiche Beteiligung aller Stakeholder. Handlungsfeld 2 – Natürliche Ressourcen nachhaltig nutzen. Ein schonender Umgang mit natürlichen Ressourcen ist wesentlich für den Erhalt unserer Lebensgrundlage. Netzwerk Zukunftsraum Land bemüht sich, Stakeholder aus Land- und Forstwirtschaft, Naturschutz und Verwaltung zusammenzubringen, um gemeinsame Wege im Sinne des Natur- und Umweltschutzes zu gehen und eine nachhaltige Produktion von Lebensmitteln, Rohstoffen und Energie zu begleiten. So leisten wir einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt, zum Boden- und Wasserschutz sowie zur Anpassung an den Klimawandel. Handlungsfeld 3 – Lebensqualität gestalten. Das bedeutet zum einen, Angebote im Sinne einer Daseinsvorsorge zu sichern, wie zum Beispiel Zugang zu Gütern des täglichen Bedarfs, ärztlicher Versorgung, Bildung, Mobilität, Wohnen und Arbeit. Für das gute Leben braucht es aber mehr. Menschen wollen sinnerfüllten und verantwortungsvollen Tätigkeiten nachgehen, Beziehungen zueinander und zur Natur pflegen und ihr Leben selbstbestimmt führen. Vor allem Geschlechtergleichstellung zu verbessern, ist dabei besonders hervorzuheben. Netzwerk Zukunftsraum Land zeigt Möglichkeiten auf, Lebensqualität in allen Facetten mit den Instrumenten des GAP-Strategieplans ausgewogen zu verwirklichen, aktiviert speziell Frauen als Multiplikatorinnen und vernetzt die Akteurinnen und Akteure zu kooperativen und kreativen Lösungen. Handlungsfeld 4 – Innovation und Wissenstransfer stärken. Wir brauchen neue und innovative Lösungen, damit ländliche Räume und die Land- und Forstwirtschaft auch in Zukunft gut funktionieren können. Diese Innovationskraft erwächst zum Beispiel durch neue Formen der Zusammenarbeit und das Nutzen digitaler Lösungen. Netzwerk Zukunftsraum Land arbeitet mit dem Multi-Akteurs-Ansatz und unterstützt bei der Einbeziehung unüblicher Akteurinnen und Akteure. Darüber hinaus wird im Netzwerk der AKIS-Ansatz angewandt. Das steht für Agricultural Knowledge and Innovation Systems. Es geht darum, dass das Wissen schneller von der Wissenschaft in die Praxis fließt und umgekehrt Bedarfe der Praxis und AnwenderInnenwissen rascher in der Wissenschaft bekannt werden. Ländliche Räume und die Land- und Forstwirtschaft können nur durch aktiven Klimaschutz und Klimawandelanpassung bestehen. Aus diesem Grund ist dieses brennende Thema übergeordnete Leitlinie für die gesamte Arbeit des Netzwerk Zukunftsraum Land und wird sich in zahlreichen Maßnahmen wiederfinden. Wir werden damit den notwendigen Wandel bestmöglich fördern. Werden Sie aktiv Teil von Netzwerk Zukunftsraum Land. Holen Sie sich aktuelle Informationen zu unseren Angeboten unter zukunftsraumland.at.